Liebe Fußballfreunde, es ist soweit. Endlich gibt es ein neues Projekt und haltet euch fest, das ist ein Projekt, was ich 2011 mit meinen Freunden damals, mit Hansa-Fan, mit Baumi Baumader, mit JD und vielen, vielen anderen, die noch damals dabei gehörten, haben wir das gespielt. Und jetzt ist es mit meinen neuen Freunden hier gelungen, dass wir dieses Spiel übernehmen. Das ist das neue Projekt. Der Trailer kommt heute noch hoch. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß dabei. Los geht es ab nächster Woche. Das ist dann der 29.07.2024. Kreuzt euch das in eurem Kalender an. Um 21 Uhr könnt ihr bei den Kanälen Fritz Meloni, Pierre Radatz, Markus Kato, Real Gaming, Makai und Michel TV könnt ihr dann die Videos euch anschauen. Wir spielen alle dieselbe Mannschaft und alles andere werdet ihr dann sehen. Let's Coop heißt das Ganze, 1860 München. Oder Let's, nee, 1860 München, Let's Coop. Ich wünsche euch viel Spaß, bin zu gehypt, bin gespannt, was dabei rauskommt und wie eure Resonanz ist dabei. Und da haben wir es. Jetzt ist es soweit, die erste Partie für uns, für 1860 München unter der neuen Regie von Fritz Meloni. Heimvorteil könnte ausschlaggebend sein, wenn es zum Aufeinandertreffen mit Waldhof kommt. Letzte Begegnung. Gibt es da? Nein, da gibt es keine Nachrichten. Was ich mal gucken kann, es gibt ja hier das Leistungszentrum. Ne, da ist es nicht drin. Ich glaube, Datencenter. Aber ich weiß nicht, ob da schon Informationen drin sind. Noch nicht. Okay, müssen wir dann abwarten. Ja. Und dann geht es jetzt in die Begegnung rein. Da haben wir die Begegnung. Münster spielen gegen Dortmund. Das ist so ein kleines Westfalen-Derby. Und 1860 München gegen Waldhof. Ja, ganz wichtig, dass wir das erste Spiel gewinnen. Wir machen die Teamauswahl. Oh, Münster hat schon gespielt gegen Dortmund und hat gewonnen gegen Dortmund 2. Kleine Überraschung. So werden wir starten. Ich verspreche mir sehr viel von Sulimani vorne, der ein bisschen verletzt war am Anfang der Saison. Und Lackenbacher, beides eigentlich gute Stürmer. Frenzy, Starke, Schröter, Tarnath, Kankurt, Quadro in der Innenverteidigung, Verlag, Ludewig und im Tor Hiller. Das ist die Mannschaft, der ich vertraue. Ich würde hier sagen, wir gehen nicht defensiv rein, sondern wir können schon kontrolliert reingehen. Ich denke, dass wir ein kleines bisschen stärker sind wie Waldhof. Wir gucken uns natürlich den Gegner an. Und da sehen wir die Aufstellung. Co-Trainer befragen wir. Sohm vorne, Mabella, Guras, Wagner, Riegmann, Bahn, Riedel, Sechelmann, Segert, Jans und Bartels im Tor, glaube ich. Ne? Dann würde ich sagen, geh mal rein ins Spiel. Action-Babys. Spieler wärmen sich auf. Und das sind nochmal die Aufstellungen mit der Ersatzbank. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Schön, dass wir hier viele Bilder auch drin haben von der dritten Liga. Wir spielen zu Hause. Ich glaube, das war die Grunwalder Straße, müsste das hier sein. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Auf geht's.
Die spielen übrigens in hellblauen Trikots und wir sehen, die Waldhöfer machen gleich Druck und Hiller muss das erste Mal parieren. Da geht es ja gleich richtig zur Sache. Freistoß. Ludwig hat den Ball. Na, und ach, was für ein Tor von Starke. Der Ball an den Pfosten, hinten an den Rücken vom Torwart. Bartels sieht natürlich da nicht gut aus. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Da dachte ich, es wäre ein Handspiel. Ah, das ist ein unglückliches Tor, aber mir soll es egal sein. Wir gehen 1:0 in Führung zu Hause. Ich kann der Mannschaft mal gleich ein Lob aussprechen. Und wir könnten jetzt eigentlich, ja, muss kurz warten. Kann leider, solange ich hier die ausstehende Entscheidung da unten drin habe, kann ich leider nicht umstellen. Ich wollte was umstellen. Muss ich jetzt warten. Er hat mich jetzt ein bisschen, weil ich wollte jetzt ein kleines bisschen defensiver umstellen. Mehr auf Konter agieren, aber gut. Muss ich warten. Der Ball geht drüber und jetzt kann ich reagieren. Freistoß für uns. Kurt Ludewig. Ja, der gefällt mir gut. Der macht viele Distanzschüsse. Der riskiert mal was. Gibt eine Ecke für uns. Verlag können wir reinbringen. Dann nutzen wir auch gleich Tarnath, können wir rausnehmen. Für Tarnath könnte Tim Rieder reinkommen. Und dann spielen wir erstmal weiter. So, die Wechsel sind durchgeführt. Wir hoffen, dass Starke sich nicht schwerer verletzt hat. Ich gehe aber jetzt nochmal gucken. Meistens durch Auswechslung müssen wir auch meistens hier was ändern. Das machen wir auch. Jetzt kommt die Ecke. Ball wird weggefaustet. Immer noch gefährlich, die Aktion. Wir holen noch eine Ecke raus. Haben jetzt eine gewisse Feldüberlegenheit uns erkämpft. Aber das heißt noch nichts. Das Spiel ist noch lang genug. Wir müssten einen zweiten Treffer nachlegen. Das wäre besser für uns. Schöner Doppelpass. Guttau zieht ab und macht hier das 2:0. Julian Guttau. Vorlage kam von Lackenmacher und Guttau rastet aus hier. Sehr, sehr schön. Ach, herrliches Tor. Bartels. Jawohl, nehmen wir mit, die Umstellung. Schöne Flanke hier. Oh, da wäre fast das 3:0 gefallen. Gerade im Mittelfeld gewinnen wir jetzt immer mehr Zweikämpfe. Lackenmacher. Ja, der Mann ist gefährlich, der Lackenmacher. Der ist so gefährlich. Er macht das 3:0 hier. Richtig toll. Ich muss sagen, ich liebe das Projekt jetzt schon, weil ihr wisst ja alle, dass ich ein Bayern München-Fan bin, aber auch die 60er fand ich immer klasse, dass sie dann so in der dritten Liga verschwunden sind. War ein bisschen schade. So, wir können jetzt noch mal kurz gucken,
Ob wir hier was einstellen müssen. Ja, müssen wir. Nehmen wir wieder mit. Der Mannschaft sage ich natürlich gleich nochmal, lobe ich gleich nochmal. Wir machen heute ein gutes Spiel hier zu Hause vor den eigenen Zuschauern. Das nenne ich einen guten Einstand für mich als Trainer. Da können wir drauf aufbauen. Hier wieder schön den Ball zurückerkämpft. Und immer wieder Lackenmacher, der sehr, sehr gefährlich ist. So, wir können noch einen Spieler auswechseln. Und ich würde, weil er heute für mich der Spieler des Tages ist, Lackenmacher runternehmen, dann kann er sich feiern lassen und dafür bringen wir noch mal Lorenz Knöffel rein. Wir schauen natürlich noch mal, ob es beim Gegner Veränderungen gibt. Nicht mehr. Dann können wir weiterspielen. Stabile 3:0 Führung und da ist das 4:0 durch Rieder. Tim Rieder macht hier das Tor. 4:0. Da bin ich wirklich gespannt, wie meine Kollegen das erste Spiel spielen, ob sie auch so erfolgreich sind oder noch erfolgreicher oder ob jemand verliert. Das wird ein sehr spannendes Projekt. Immer montags, 21 Uhr werden die Videos hochgeladen sein, dann könnt ihr schauen und könnt dieses Projekt genießen. Es gibt nochmal eine Ecke. Ich will natürlich der Mannschaft noch ein Lob aussprechen. Das hat sie sich erarbeitet und verdient. Fast das 5:0. Wollen es aber nicht übertreiben, ne? Wollen es aber nicht übertreiben. Wir gucken jetzt noch mal rein. So kurz vor Schluss, vielleicht hat der Trainer noch mal Änderungen vorgenommen. Genauso ist, die nehmen wir wieder mit. Das macht unser Co-Trainer gut. Und wir nähern uns langsam dem Ende des Spiels. Das ist ein richtiger guter Auftakt, den wir hier sehen. Man sieht, die Mannschaft nimmt jetzt so ein bisschen das Gaspedal raus. Aber man muss bis zum Schluss hochkonzentriert sein. Der Gegner erkämpft sich hier den Ball zurück und das könnte jetzt ein Tor geben, aber ich glaube, Rieder war dazwischen gegangen. Blockt erstmal. Konditionell sind wir eigentlich ganz gut drauf. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel. 5:0 wäre ein bisschen zu heftig. Ja, da bleibt nur noch zu sagen, danke, liebe Mannschaft. Das ist ja ein Auftakt nach Maß. Und ja, da kann ich nur sagen, ich bin begeistert. Ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Alle sind hier völlig zuversichtlich und das war ein
Start nach Mars. Ich will mal gucken, ob es hier irgendwelche Nachrichten gibt. Fantastisches Ergebnis, schreibt hier Sophia Wulff. Gut in der Defensive, gut in der Offensive, einfach rundum eine super Leistung. Bin heute so stolz auf 1860 München. Das sind so Reaktionen von den Medien und von den Fans. Das nehmen wir natürlich mit. Freiburg. So ist die Mannschaft. Wir beginnen mit ausgewogen, gucken uns den Gegner an. Und die Co-Trainer richten schon mal hier was ein und dann geht's los. Auf geht's. Das ist jetzt der zweite Spieltag. Das DFB-Pokalspiel zählt nicht dazu. 5 Spieltage immer in einem Video. Ich werde das natürlich immer ein bisschen zurechtschneiden für euch, damit diese Videos montags nicht zu lang sind. Wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, könnt ihr mir immer gerne in die Kommentare reinschreiben. Und jetzt geht's los. Trikots sind jetzt nicht so gut gewählt, aber da habe ich keinen Einfluss drauf. Wir spielen, wenn ich das richtig sehe, in Hellblau. Jetzt sieht man's. Wir spielen von links nach rechts in Hellblau und Duisburg natürlich mit den Zebrastreifen, ganz klar. Starke Gutau. Das war schon eine gute Chance, gleich zu Beginn des Spiels. Aber wir sehen, es war eine Abseitsstellung. Ich will die Mannschaft gleich mal so ein bisschen anfeuern, gleich in den ersten Minuten. Oh, das kommt gar nicht gut an. Das gibt einen Elfmeter. Spieler wählen. Ich würde eine Alternative auswählen wollen, weil ich möchte eigentlich immer, dass der Mittelstürmer schießt. Und das ist bei uns, obwohl der Stärkste, der hier ist, ist hier Elfmeter, ist Starke oder Vrenzi. Würde ich mich für Vrenzi entscheiden. Ist er das auch? Ja. Und er macht ihn rein. 1:0 Führung. Albion Vrenzi. Erste Saisontor für ihn. Frühe Führung, da kann ich der Mannschaft jetzt natürlich ein Lob aussprechen. Ich hoffe, dass das jetzt gut ankommt. Ja, das kommt jetzt gut an. Also in der Liga läuft es für uns nach wie vor gut. Im DFB-Pokal sind wir leider rausgeflogen. Ein 2:0 gegen den Zweitligisten, gegen St. Pauli. Ja, ich muss das leider so hinnehmen. Bin mal gespannt bei den anderen, bei Makai, bei Pierre, bei Markus, wie es da gelaufen ist. Michel TV hat sich erstmal gegen das Projekt entschieden, aus Zeitgründen, privaten Gründen, was auch nachvollziehbar ist. Aber er wird immer mit Herzblut hier zuschauen und vielleicht beim nächsten Projekt ist er dann wieder mit dabei. Er ist ja noch jung, wir müssen ihm Zeit geben, sich zu entwickeln. Im Golf hat er sich schon sehr gut entwickelt. Hat er jetzt schon 2 Turniere gewonnen. Aber jetzt wieder zum Fußball. 23 Minuten sind rum. Eine eindeutige Führung ist es natürlich noch nicht. Wir müssen ein zweites Tor nachlegen. Und das folgt auf den Fuß. Julian Guttau auf Vorlage von Starke zimmert das Ding in die lange Ecke rein. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ein frühes zweites Tor, damit wir ein bisschen Ruhe reinkriegen. Perfekt. Können wir gleich wieder ein Lob aussprechen für die Mannschaft. Das läuft ja wie geschnitten Brot hier.
Das Schöne an diesem Koop-Projekt ist einfach, dass wir alle in denselben Schritten spielen. Das heißt, das erste Video wird der erste Spieltag bis zum fünften sein in der dritten Liga. Bei allen, die da mitmachen, im selben Tempo. Der DFB-Pokal wird dann am Dienstag ausgestrahlt bei allen, auch um 21 Uhr. Und dann folgt in der kommenden Woche der Spieltag 6 bis 10 und so weiter. Das ist der Plan. Und dann kann man verfolgen, dann kann man jetzt bei mir schauen auf dem Kanal, wie läuft das bei mir. Andere schauen dann beim Pierre. Ich habe erstmal vor, damit es nicht zu viel wird, nur in meine Playlist nur meine Spieltage reinzunehmen. Und wenn ihr dann die anderen sehen wollt, geht ihr auf die anderen Kanäle, sonst wird es ein bisschen zu viel. Und da ist das 3 zu 0. Aber was immer bei mir unten verlinkt sein wird, die Kanäle, dass ihr dann auch zu den anderen Kanälen gehen könnt und schauen könnt. Ja, gegen die Waldhofbuben sind wir schon so gut ins Spiel gekommen und hier jetzt auch wieder, meine Güte, gut weggesteckt. Und wir haben Halbzeit schon. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich will gleich mal so ein bisschen hier 3 zu 0 in 45 Minuten gegen Duisburg. Das ist schon ein Brett. Aber Duisburg lässt sich nicht lumpen. Quadwo macht den Anschlusstreffer. Nur noch 1 zu 3. So ist Fußball, ne? Jetzt heißt es, die Mannschaft anfeuern. Und fast das 4 zu 1. Gibt Eckball. Weiß gar nicht, warum die Spieler so die Köpfe hängen lassen. Ah, jetzt sieht es besser aus. Ja, kann sein, jetzt das Anfeuern, das wurde vielleicht missverstanden. Das kann sein. Gute Raumaufteilung. Schönes Anspiel wieder. Aber Müller mit der Fußspitze klärt zur Ecke. So, unser Trainerteam, unser Staff-Team arbeitet natürlich immer dran, an solchen Standardsituationen hier einzustudieren. Verlagt ist da einer, der immer nach vorne kommt, weil er sehr kopfballstark ist. Aber wir sehen, Duisburg gibt sich noch nicht geschlagen. Oh, der war knapp. Der war knapp. Wir werden gleich die ersten Auswechslungen tätigen. Tarnath muss früher raus, wie mir lieb ist. Da kann Rieder für reinkommen, der kann DM spielen. Frenzy müssen wir rausnehmen. Dafür kommt Schröter rein. Und vorne Guthau nehmen wir auch erstmal raus. Da würde reinkommen Greilinger. Dabei belassen wir es erstmal. Was wir aber auch noch gucken müssen, muss der Co-Trainer irgendwas ändern? Das muss er. Und jetzt geht's weiter. 70 Minuten sind rum. Weitere Auswechslungen werden natürlich noch folgen, aber
Es kann sich immer noch jemand verletzen, deswegen warte ich da gerne noch. Ja, wir merken jetzt die Zebras jetzt mehr Vorchecking. Aber sie sind auch schon ein bisschen müde. Können das nicht mehr minutenlang durchziehen. Was für ein Tor von Suleiman. Suleimani. Was für ein Tor. Das hätte ich gerne noch mal gesehen. Tolle Vorlage von Starke. Die sehen wir noch mal. Starke tankt sich durch. Geht auf die Grundlinie fast. Und dann hier aus der Drehung wie einst Mittelstürmer Gerd Müller. Wahnsinn. Da können wir natürlich wieder gleich ein großes Lob aussprechen an die Mannschaft. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich Starke rausnehmen. Der kann nicht mehr. Da hätten wir jetzt Erol, den mal reinbringen können. Ludewig. Da können wir jetzt. Ist nicht optimal, aber es geht. Lang für reinbringen. Ich weiß nicht, ob man noch einen auswechseln. Was ist jetzt los? Schröter wählen. Ich kann ja keinen mehr auswechseln. Ach, Elfmeter. Ach so. Ach. Ich glaube, das macht wieder Frenzy. Ne? Nee, Schröter macht es jetzt. Und der wird gehalten. Ja gut, ob ein 4-1 oder 5-1, das ist jetzt nicht so tragisch. Elfmeter kann man mal verschießen. Aber insgesamt macht das meine Mannschaft hier sehr gut. Gleich ist die Spielzeit abgelaufen. Wir haben einen souveränen Auswärtssieg gesehen hier von unserer Mannschaft. Die Spieler können stolz sein. Oh, 1860 München übernimmt am zweiten Spieltag die aktuelle Tabelle. Es gibt noch ein paar Nachholspiele oder ein Nachholspiel, aber alle anderen haben gespielt. Anständiges Ergebnis. Fantastisches Ergebnis. Gut in der Defensive, gut in der Offensive. Einfach rundum eine super Leistung. Das sind so die Nachrichten der Fans. Und damit ist es amtlich. Wir haben einen guten Start hingelegt. Dortmund schlägt noch Freiburg 2. Also Dortmund 2 schlägt Freiburg 2. Und das ist der aktuelle Stand in der Tabelle nach 2 Spieltagen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das bei den anderen aussehen wird nach 2 Spieltagen. So, herzlich willkommen. Wir sind wieder beim nächsten Spieltag. Der dritte Spieltag steht an, zu Hause gegen Lübeck. Heimvorteil natürlich. Wir gehen erstmal ausgewogen rein. Auf geht's, Freunde. Ich habe der Mannschaft nicht viel gesagt, außer dass ich bisher sehr zufrieden mit ihrem Auftreten bin. Das DFB-Pokal-Spiel aus der ersten Runde, das nehmen wir da mal raus. Aber hier in der dritten Liga
bin ich bis jetzt zufrieden. Wir hatten schon zwei Gegner. Ja, die Waldhofbuben würde ich eher als schwächer einschätzen, aber Duisburg hatte ich jetzt schon höher eingeschätzt. Da haben wir ein 4 zu 1 landen können und jetzt spielen wir gegen Lübeck. Und da sollte eigentlich ein Sieg möglich sein. Aber schauen wir mal. Schöner Pass hier auf Renzi in die Mitte rein. Und Valmir Sulimani trifft wieder. Und wir gehen recht früh in Führung. Das Schöne an dem Projekt ist einfach, was passiert bei den anderen Protagonisten, beim Pierre Radatz, beim Markus Kato oder beim Kai. Was passiert bei denen beim selben Spieltag, mit derselben Mannschaft? Denn wir haben keine Transfers, die wir tätigen können bis zur Winterpause. Und dann erst beginnt der ganze Zauber. Oh. War eine Abseitsbewegung. Ich bin ehrlich, ich möchte einen etwas anderen Weg wählen. Meine Idee ist, die ich verfolge, hier mit 1860 München die Jugendarbeit in den Vordergrund zu stellen. Jetzt das 1 zu 1. Das war natürlich. Puh. Tarik macht das Tor. Oder war es Faurina Paulido? Faurino Palido, den kenne ich noch von Bergis Zeiten. Ja, Farona Pulido, so ist es richtig. Den kenne ich noch von Bergen. Der macht das 1 zu 1. Das ist ein kleiner Wermutstropfen jetzt. Gut, für Lübeck ist natürlich auch ganz wichtig, wenn sie den Klassenerhalt schaffen möchten in der dritten Liga, müssen sie natürlich auch Spiele gewinnen. Ne? Ich sage der Mannschaft mal Konzentration, das gefällt mir nicht. Ja, kommt einigermaßen an bei den Spielern. Gutes Spiel und 2 zu 1 und wieder Valmir Sulimani. Keine Abseitsposition zu erkennen gewesen. Das Tor zählt. Wie gesagt, ich werde so ein bisschen die Jugendarbeit in den Vordergrund stellen. Wir werden jetzt natürlich punktuell versuchen immer zu verstärken von Saison zu Saison. Aber ich will es so, wie ich es damals bei Rostock auch gemacht habe, ich will durch Kontinuität. Ich weiß zum Beispiel, Pierre Radatz, um mal die anderen Kollegen so mal langsam mal so ein bisschen hier ins Spiel zu bringen, der wählt immer den Weg, der holt sich immer Spieler, wo keine Verträge haben oder ablösefrei sind und die dann später zu verkaufen und so über diese Geldschiene. Kann man machen. Bin gespannt, wie ihr das findet. Ich finde es nicht so, ist nicht so mein Ding. Aber das darf natürlich jeder machen, ne? Jeder hat hier das Recht, bis auf die Regeln, die wir aufgestellt haben, dass in der Hinrunde keine Transfers getätigt werden, außer die Transfers, die von vornherein schon feststanden. Sehr gut an bei der Mannschaft. Das wieder Sulimani.
Sehr gefährlich, der Mann. Oh, da wird er gefoult. Schiedsrichter lässt aber weiterlaufen. Tarnath. Den Vater kennen die meisten noch aus Hannover-Zeiten. Oder beziehungsweise Bayern München-Zeiten. Manfred Starke, Vorlage Guttau. Wir führen 3-1. Ich glaube auch, dass das Projekt erst bei den anderen so richtig anfängt zu leben, wenn Montag die ersten Videos online gehen. Also Ziel ist halt immer dieser Gleichschritt, dass wir alle dieselben 5 Spieltage immer spielen, einmal in der Woche. Und dann kommt dieses Video hoch, wo jedem überlassen ist, wie lange er das schneidet. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich bei einer etwas ausführlicheren Variante bleiben, weil das ein Managerspiel ist. Das lebt ja von solchen Informationen. Aber länger wie eine Stunde, denke ich, wird es nicht werden. Und die nächste Chance, Zwarz. Boah, 4-1, Jungs, was ist denn los mit euch? Und der Treffer zählt auch. Und das eine Lob ist noch gar nicht ausgesprochen. Dann könnte ich es schon wieder loben. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Vor allem, was mir so imponiert, diese hohen Ergebnisse, die wir bis jetzt immer erzielt haben. 4-0 gegen Waldhof, 4-1 gegen die Zebras und jetzt schon wieder ein 4-1 gegen Lübeck. Boah, wir sind Tabellenführer. Schön auf Sulimani, der legt nochmal weiter auf Guttau. Boah. Was für ein Tor von Albion Vrenzi. Was für ein Tor mit links. Und da macht da hinten sogar die Welle. Die Rolle. Die Eskimo-Rolle. Was für ein Tor von Vrenzi. Mamma mia, Wengo. Das könnte Tor des Jahres werden. Dritte Liga. Taktischen Änderungen nehmen wir mit rein, ja. zu 1, müssen wir natürlich nochmal ein Lob aussprechen. Was macht diese Mannschaft hier? Was macht die? Lübeck. Ah. 2-5. Schlägt zurück durch Velasco. Natürlich, dass das Spiel gegen Lübeck so kurz hintereinander kam jetzt. Erst Zebras, dann gleich hier gegen Lübeck. Hat ein bisschen Kraft gekostet. Das sieht man. Die Spieler sind im roten Bereich. Müssen jetzt 10, es könnte sein, dass wir noch Verletzte kriegen. Schröter, der hat noch Kraft, der ist ja reingekommen erst. Aufpassen. Oh! 3-5. Lübeck kommt zurück. Ich dachte, mit einem 5-1 wären wir safe, aber nee. Der Mannschaft gleich was sagen. So geht's nicht, Leute. So geht's nicht. Würde ich mal sagen, Konzentration, Leute. Konzentration. Nicht, dass wir uns hier nachher noch weitere Tore einfangen. Das darf nicht passieren. Sind schon über die Spielzeit in Minute. Ja, jetzt pfeift er ab.
5 zu 3, ja, ist ein bisschen zu viele Tore mir gefallen, aber ich bin begeistert. Ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert, wie die Mannschaft hier Woche für Woche auftritt. Wir festigen unsere Tabellenführung. Und da oben sehen wir die anderen Spiele. Saarbrücken verliert 1 zu 3 gegen Werl. Unser Spiel habt ihr gesehen, 5 zu 3. Hallesche FC verliert 0 zu 1 gegen Duisburg. Regensburg gewinnt 3 zu 0 gegen Borussia Dortmund 2 und Freiburg 2 verliert 1 zu 2 gegen Unterhaching. Die Tabelle nach 3 Spieltagen aus unserer Sicht hier, wie die anderen Mannschaften zu bewerten sind, da kommen wir so am 10. Spieltag zu. Für heute bin ich erstmal sehr zufrieden und wir sehen Benjamin Friedsam hier, schreit unsere Fans sind manchmal zu verwöhnt, der Lübeck hat das hervorragend gemacht. Zollt ihnen etwas Anerkennung. Wir können es noch weit bringen, wird hier auch gesagt. Ich bin mal gespannt. Wir sind ja jetzt gut aufgestellt. Und wäre natürlich schön, wenn wir jetzt im vierten Spiel auch weiterhin ungeschlagen bleiben. Aber mit Sandhausen kommt schon eine Mannschaft, die schon Erfahrung mitbringt. Da bin ich mal sehr gespannt. Und wir haben es gesehen. Der rechte Verteidiger ist sehr bekannt, ehemaliger HSV-Verteidiger rechts. Werdet ihr gleich im Spiel sehen. Wir gehen aber noch mal kurz hier drauf, gehen noch mal auf den Gegner. Der Diekmeier ist das nämlich. Den wollte ich euch noch mal zeigen. Hier ist jetzt weiter nichts festzulegen. Dann können wir reingehen ins Spiel. Wir haben natürlich viel Selbstvertrauen getankt durch die 3 Spieltage, wo wir auch hohe Ergebnisse erzielt haben und souverän gespielt haben. Aber wir haben auch gemerkt, das kostet auch Kraft. Diese Spiele kosten sehr viel Kraft. Und insofern hoffe ich jetzt, dass wir da auch heute wieder ein gutes Spiel hinlegen. Dann habe ich noch einen Spieltag zu spielen, dann ist mein Auftrag für das erste Video erfüllt. Da muss ich das nur noch schön rendern und euch hochladen. Ich bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt, wie es euch gefällt. Ich glaube ja auch, dass die anderen auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben werden. Ich weiß, beim Markus, der wird zum Beispiel nicht wie ich hier so 1-0 Führung. Das war schön herausgespielt vom Gegner. Ja, dass das nicht immer so weitergeht, dass wir jedes Ding gewinnen können, ist uns auch klar. Aber der Pass war richtig genau in die Schnittstelle reingespielt, also wie mit einem Skalpell gezogen, also echt stark. Ja, der Druck recht groß jetzt von Sandhausen. Ich will mal gucken, ob wir da doch was ändern müssen. Nee. Co-Trainer sagen, ist alles in Ordnung. Spieler müssen es nur auf den Platz bringen. Ich will der Mannschaft mal sagen, mehr fordern. Ich weiß, das kommt nicht immer gut an, aber hier kommt es jetzt gut an, weil es ist mir ein bisschen wenig vom Einsatz her. Klar, Sandhausen, ich habe es ja schon gesagt, ist eine Mannschaft, die viel Erfahrung mitbringt hier. Ein etwas ruhigerer, etwas besserer Aufbau von uns und die erste Chance. Ja, in der Mitte stand doch einer von uns, der hätte er rüberlegen müssen.
Ballbesitz. Ich glaube, wir können sogar offensiver rangehen. Wir schalten mal jetzt um auf kontrolliert. Aufgrund des hohen Ballbesitzes bei uns. Ah, und ein paar Umstellungen sind vorgenommen worden. Vielleicht spielt uns das in die Karten rein. Aber wir sehen auch wieder, wie dieses Spiel an den Kräften saugt, ne? Jetzt schon wieder viele Spieler in der Halbzeit platt. Ich sag mal hier, ich bin enttäuscht, geht raus. Ich will eine bessere zweite Halbzeit, denn 1-0 kann man auf jeden Fall noch drehen. Aber wir sehen aber auch, wie gut die Deckungsarbeit. Ich hoffe, ihr könnt das noch umbiegen. Ja, Sandhausen spielt das schon sehr clever. Das muss man sagen. Sehr ruhig, ihr Spielaufbau. Gute Aufteilung auf dem Spielfeld. Lassen uns jetzt laufen. Und dann, wie aus dem Nichts heraus, so ein Schuss, aber Hiller, Gott sei Dank, auf dem Posten. Jetzt kommen die frischen Spieler rein. Vielleicht gibt das wieder so ein bisschen Aufmunterung. Ich feuer sie nochmal an. Wie gesagt, es ist nur ein Tor. Aber sie lassen uns laufen. Wieder eine Ecke. Bisschen Spiel in die Breite zu bringen, aber sie, guck mal, wie die gleich mit zwei Leuten unsere Spieler angehen. Jetzt aber in der Mitte. Nee, nee. Sandhausen spielt eindeutig besser. Also das 1-0 geht voll in Ordnung, wenn man jetzt hier die Leistung betrachtet. Fußball ist ein Ergebnissport, aber hier trifft es wirklich zu. Die bessere Leistung bis jetzt. Ganz klar von Sandhausen. Führung geht in Ordnung. Ich würde sogar behaupten, sie sind dem 2-0 näher wie wir dem 1-1. Was gibt es jetzt? Elfmeter. Ah, und da kann es schon passieren, dass wir jetzt unsere erste Niederlage vielleicht erhalten. Wenn der drin ist, dann da gehe ich von aus. Oh, Hiller hält. Hiller, du Fuchs, ey. So, wir müssen noch mal auswechseln. Vrenzi muss raus. Da kommt jetzt für Schröter rein. Jetzt ist die Frage, Schwarz oder Stark? Ich würde Starke rausnehmen. Der ist doch etwas mehr abgebaut. Da kommt Erol rein für. So. Nochmal zwei frische Leute. Es ist immer noch nur ein Tor. Der ging knapp drüber von Knipping. Ich feuer die Mannschaft nochmal an. Schön dazwischen gegangen. Schießt ihn knapp vorbei. Sehr schade. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir den Ausgleich schaffen. Aber in der Abwehr Ludwig und Verlat, die sind völlig platt. Es sind nur noch ein paar Sekunden zu spielen. Ich habe es ja schon gesagt. Der Sieg, wenn er dann 1-0 am Ende
für Sandhausen ausgeht, ist völlig verdient, weil sie haben über die gesamte Spielzeit das bessere Spiel geliefert. Ja, erste Niederlage am Spieltag 4. Müssen wir hinnehmen. Bin enttäuscht, ja. Aber wir können vielleicht, nee, wenn Dynamo Dresden ihr Nachholspiel gewinnen, können sie an uns vorbeiziehen. Da sehen wir die anderen Ergebnisse. So können wir reingehen ins Spiel. Letzter Spieltag im ersten Video, fünfter Spieltag also. Das kriegt ihr dann am Montag zu sehen, am 29.07. um 21 Uhr. Lackenmacher schicke ich jetzt von Anfang an rein. Und auf geht's. 3 Spieltage hat die Mannschaft furios gespielt. 9 Punkte eingefahren. Da musste man eine Niederlage gegen Sandhausen, eine knappe Niederlage hinnehmen. Und jetzt hoffe ich gegen Erzgebirge Aue, schlagen wir wieder zu. Aber erste Chance vereitelt. Gut gehalten hier vom Torwart. Steinhardt wieder mit dabei. Ist ja wieder ins Training eingestiegen. Schöner Alleingang hier. Aber der Gegner steht gut. Aue steht gut. Jetzt auch schnelles Spiel nach vorne. Aber meine Spieler gleich dazwischengehend wieder den Ball zurückerobern. Das machen sie richtig stark. Und gleich den Gegenkonter. Über Lackenmacher. Der noch bis jetzt noch nicht so zum Zug kam. Macht das hier gut. Schade, dass er den Abschluss nicht zum Tor gemacht hat. Jetzt aber viel Platz hier für den Gegner. Aber hier super ausgelaufen von Quado. Aufpassen. Und gut geblockt. Thiel macht das 1:0 für den Gegner. Aue geht in Führung. Scheiße, ne? Willkommen im Liga-Alltag. Ah, der war natürlich toll geschossen von Thiel. Ah, anfeuern. Schade, wir haben bis jetzt gut gespielt. Ich glaube auch, wir müssen offensiver agieren. Ach, nächste gute Chance, aber wieder nicht reingemacht. Geht nicht so lax mit den Chancen um. Zehnter Platz ist im Moment Aue. So, wir müssen jetzt offensiver rein. Jetzt haben wir so offensiver ausgerichtet. Ich hoffe, jetzt treffen wir bald mal. Ja, geht knapp drüber. Im Tor von Aue auch ein erfahrener Keeper. Mendel war ja auch mal
glaube ich, auch in Rostock. Und das 2:0 durchschlug Elsner. Das war natürlich ein Blitztor, ne? Läuft nicht. Fünfter Spieltag. Und Aue markiert den zweiten Treffer. Und wir sind eine halbe Stunde am Spielen. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Muss ich mehr fordern. Das ist mir zu wenig, Leute. Wir haben so gut angefangen. Jetzt machen wir uns unser gutes Spiel irgendwie kaputt. Das kann nicht wahr sein. Das ist ja eine richtige Klatsche, die wir gerade kriegen. Ja, ich würde sagen, leider ist jetzt 36. Minute. Das Ding ist eigentlich schon so gut wie gelaufen. Trotzdem mache ich jetzt noch mal eine Umstellung. Ich gehe jetzt auch vorsichtig. Jetzt werden wir defensiv. Es hilft ja nichts. So verlieren wir das Ding. Wir haben es eigentlich schon verloren. Wieder. Also Chancen haben wir. Wir machen sie aber nicht rein. Das ist ärgerlich. Wieder nicht reingemacht. Mensch, wie viele Chancen wollt ihr denn noch haben? Chancenverwertung ist jetzt schlecht heute. Aber ich habe so das Gefühl, nach der letzten Umstellung jetzt auf defensiver stehen wir jetzt besser. Jetzt aber trifft Tim Rieder, aber die Zeit reicht nicht mehr. Aber immerhin. Mal ein Tor wieder gemacht. Aber die Zeit reicht nicht mehr aus. Das 3:1 ist einfach zu schnell gegangen. Vielleicht haben wir auch taktische Fehler begonnen, das muss man auswerten. Steht, dann will man natürlich auch weiterhin Erfolg haben, aber das Ding ist durch. Haken was ab. Machen wir einen Haken hinter. Wir fallen aus den ersten drei Plätzen raus, fallen auf Platz 4 zurück. Das ist bitter, aber das ist trotzdem erstmal ein schöner Erfolg.